Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich darf Sie begrüßen zum heutigen Webinar hier bei Fronius mit dem Thema eine Produktübersicht über all unsere Produkte und Lösungen. Darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Christoph Schirlinger, bin im Team Trainings und Education hier bei Fronius International, bin aber auch nicht alleine hier in diesem Webinar. Werde unterstützt von meinem Kollegen Robert Reinbrech. An dieser Stelle möchte ich gerne darauf verweisen, wenn Sie Fragen haben zu unseren Produkten, Lösungen oder generell zu Fronius, bitte diese gerne an Robert durchschicken. Einfach die Chat-Funktion nutzen. Er wird sich dann um eine rasche Beantwortung bemühen. Ja, ich möchte Ihnen ganz kurz die Agendapunkte für das heutige Webinar näher führen. Wir starten links unten mit einer kurzen Übersicht. Fronius, zum Unternehmen möchte ich ein paar Worte sagen und auch zu unserer Visionsvorstellung. Danach geht es gleich weiter zu unseren eigentlichen Produkten und Lösungen, den Fronius-Wechselrichtern für Eigenheim- und Großanlagen. Ganz kurz im Überblick mit ein paar technischen Details. Dann geht es weiter zur Sektorenkopplung und welche Lösungen wir hierzu anbieten können. Hier gibt es weitere sehr interessante Produkte und Lösungen, die ich hier nennen möchte. Und abschließend noch einen kurzen Schwenk zu Software- und Monitoring-Lösungen, die wir hier bei Fronius auch anbieten, weil natürlich auch die digitalen Lösungen nicht vergessen werden dürfen. Ja, bevor wir jetzt direkt in die Präsentation starten, habe ich eine ganz kurze Umfrage vorbereitet. Die möchte ich Ihnen kurz einblenden. Sie dürften jetzt auf Ihrem Bildschirm ein Fragefenster sehen. Bitte einfach mit einem Klick auf die von Ihnen für richtig gehaltenen Antworten draufklicken. Die Frage ist, welche Fronius-Produkte haben Sie denn bereits verbaut? Also wenn Sie schon eines der Produkte hier verbaut haben, bitte einfach mit einem Klick auswählen. Sie können auch mehrere auswählen. Ist eine Multiple-Choice-Antwort. Uns würde es sehr interessieren, wie denn dieses Ergebnis ausgeht. Ja, genau, wir haben hier die Snap-Inverter-Serie, unsere neue Gen24-Serie angeführt. Auch der OhmPilot ist zu lesen. Vielleicht kennt der eine oder andere noch unsere altbekannte Fronius Solar Battery, die wir ja mal im Portfolio gehabt haben. Oder die letzte Antwort dann, andere Batterien in Kombination mit Fronius, mit unseren Hybridwechselrichtern. Bitte hier einfach kurz mit einem Klick oder mit mehreren Klicks auswählen. Würde mich freuen, wenn Sie sich ganz kurz die Zeit nehmen hierfür. Ich warte jetzt noch ein paar Sekunden, damit jeder die Chance gehabt hat, hier teilzunehmen. Alles klar. Gut, damit werde ich die Umfrage nun schließen. Werde natürlich die Antwort nicht, das Ergebnis nicht vorenthalten, möchte auch hier kurz das Ergebnis einblenden. Also ganz eindeutig haben die meisten von Ihnen kompatible Batterien hier mit Fronius in Kombination mit unseren Hybridwechselrichtern verbaut. Bin schon gespannt, ob vielleicht das eine oder andere neue für Sie dabei sein wird. Und ein paar haben auch schon den Gen24 Plus verbaut, unseren neuen Hybridwechselrichter. Genau. Gut, herzlichen Dank an dieser Stelle fürs Teilnehmen. Ich werde jetzt das Fenster wieder schließen und wir fahren fort mit der Präsentation. Und hier möchte ich mit dem Unternehmen Fronius starten. Das Logo eingeblendet, 75 Jahre Fronius, hat vielleicht sicher schon jemand mitbekommen. Letztes Jahr, 2020, haben wir hier bei Fronius das 75-jährige Jubiläum gefeiert. Naja, eigentlich haben wir es nicht feiern können aufgrund der Covid-Verordnung, aber dieses Jahr werden wir das vielleicht noch nachholen können. Also seit 76 Jahren gibt es das Unternehmen schon. Gegründet wurde es 1945 nach dem Krieg in Pettenbach. Das ist ein kleiner Ort in Oberösterreich. Und hier hat Günther Fronius, der hier so lässig vor dem Auto steht, damit begonnen, alte Bleibatterien aufzuladen. Das war das erste Geschäft von der Firma Fronius. Damals hat man noch keine effiziente Möglichkeit gefunden, die alten leeren Batterien wieder aufzuladen. Die hat man einfach entsorgt, weggeschmissen. Und hier der erste nachhaltige Gedanke von Günther Fronius, eine Ladelösung zu bauen. Das war also die erste Business Unit von Fronius.
Und mittlerweile sind wir von einem kleinen Unternehmen in Pettenbach zum globalen Unternehmen, das sich weltweit vernetzt, aufgestiegen sozusagen mit einem einzigen gleichbleibenden oder mit zwei gleichbleibenden Punkten. Und zwar, wir produzieren nach wie vor alles für jede Sparte in Österreich, all unsere Produkte für jede Business Unit. Und das Zweite ist, wir sind immer noch in Familienhand. Darauf werde ich gleich noch zu sprechen kommen. In dieser Grafik sehen wir ganz kurz die Tochtergesellschaften in Rot, die Agencies, wo wir also auch technische Berater vertreten haben, die mit uns in direktem Kontakt stehen, und in Dunkelgrau hier auch gezeichnet. Auch hier in diesen Ländern gibt es natürlich die Kaufmöglichkeit von Fronius-Produkten über diese Exportmärkte. Also wirklich global vertreten. Und jetzt kommen wir zum Punkt, den ich schon angesprochen habe. Wir sind immer noch in Familienhand. Und zwar sehen wir von der ersten Generation von Günther Fronius, die Firma wurde weitergegeben im Jahr 1980 an die Kinder Klaus und Brigitte. Die haben das Unternehmen weitergeführt und dann an die dritte Generation übergeben, Frau Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß, das ist die Tochter von Brigitte. Also wir sind immer noch und bis heute noch in Familienhand, was meiner Meinung nach viel aussagt. Das bedeutet Stabilität, aber auch Unabhängigkeit. Ja, drei Business Units, das prägt uns hier bei Fronius. Wir sind nicht einzeln aufgebaut, nur die Solar oder nur die Schweißtechnik, sondern wirklich alles zusammen. Und die erste haben wir schon, die ursprüngliche Business Unit, die kennen wir jetzt mittlerweile schon, das ist die Perfect Charging. Die gibt es eben seit 1945 und auch hier liegt der Fokus nach wie vor immer noch im Fahrzeugbereich. Also hier beliefern wir auch noch immer die Werkstätten, die Autowerkstätten für Ladelösungen. Aber natürlich hat sich hier das Bild stark weiterentwickelt. Im Bild erkennbar, die Intralogistik ist natürlich hier ganz klar einer der Top-Märkte von Fronius in der Perfect Charging. Die zweite Business Unit wurde 5 Jahre danach gegründet, 1950. Das ist die Schweißtechnik hier rechts im Bild. Meiner Meinung nach die bekannteste Business Unit global gesehen, da wir hier natürlich schon lange mit am Markt mitspielen und viele tolle Innovationen und Patente noch aufrecht haben, ist nach wie vor ein sehr großer Global Player von Fronius. Und seit 1992 haben wir auch die Solar Energy, der Grund, warum ich heute Ihnen diese Präsentation vorführen darf. Die Solarelektronik beschäftigt sich vor allem mit der Entwicklung von Wechselrichtern, aber auch anderweitigen Lösungen im Bereich der grünen und nachhaltigen Energiewirtschaft. Da werden wir gleich noch ein paar Folien dazu sehen. Ja, die Business Unit Solar Energy ist eben der Grund, warum ich diese Präsentation heute halten darf. Und da möchte ich Ihnen ein paar kurze Zahlen präsentieren. Und zwar haben wir seit 1992 beziehungsweise seit dem ersten verkauften Wechselrichter schon 17,3 Gigawatt installierte Leistung auf den Markt gebracht an Wechselrichterleistung. Das entspricht rund 2 Millionen installierten Wechselrichtern momentan global gesehen. Und diese rund 2 Millionen Wechselrichter sorgen für 24,2 Terawattstunden an jährlicher erzeugter Energiemenge. Also wirklich eine Menge an Energie, die wir hier grün und erneuerbar bereits global zur Verfügung stellen können durch unsere Geräte. Wir haben an der vorigen globalen Karte bereits gesehen, wir sind global tätig und exportieren in bis zu 60 Länder oder mehr als 60 Länder sind es. Und das erklärt natürlich auch die hohe Exportquote von 95%. Und hier nochmal der Punkt, auch den ich vorhin erwähnt habe. Alles bei Fronius in jeder Business Unit wird in Österreich entwickelt und produziert. Für die Perfect Charging, die Perfect Welding und die Solar Energy. Ja, wir haben in der Solar Energy eine Vision. Die Vision, die sich hier unten im Bild noch verschriftlicht, lautet 24 Stunden Sonne. Das heißt jetzt nicht, dass wir möchten, dass 24 Stunden lang die Sonne scheint. Das würde uns, glaube ich, etwas zu viel werden. Nein, wir meinen damit, dass wir
uns eine Zukunft vorstellen, eine Welt, in der 100% von dem Energiebedarf, den wir haben, aus Erneuerbaren beziehen können. Mit erneuerbaren Energien schließen wir freilich auch alle anderen erneuerbaren Energien ein, wie die Windkraft, wie wir sie hier hinten sehen können, auch die Wasserkraft und alle anderen erneuerbaren Energiequellen, versteht sich. Es ist aber nicht nur, wo das Ganze herkommt, grün muss es sein, sondern es ist auch der Hintergrund, dass wir es effizient nutzen müssen, indem wir es vielleicht auch speichern müssen, denn nicht all unser Verbrauch liegt untertags. Wir müssen auch natürlich über den Nachtverbrauch noch kommen und da gilt es, intelligent zu nutzen, intelligent zu speichern und verteilen. Und da sehen wir logisch auch große Kraftwerke auf Aufdachanlagen hier wie bei dieser Firma, natürlich auch auf Eigenheimlösungen. In diese Richtung geht es ja eh schon, aber wir inkludieren in dieser Vision auch solche Sachen wie Wasserstoff. Wasserstoff, der grün erzeugt wird durch Überschuss in der erneuerbaren Energie, durch Wind, Strom und Wasserkraft. Und dieser Wasserstoff wird dann entweder für die Mobilität genutzt, sei es im kommerziellen Sektor oder im privaten. Oder er kann natürlich auch für die Rückverstromung genutzt werden, um uns in den Winterzeiten oder im Nachtverbrauch dann den Strom liefert. Also ganz viele Ideen und Visionen hier in dem Bild vereinbar. Gehen tut's um den Slogan 24 Stunden Sonne. Ja, und die Frage ist natürlich, wie können wir diese Vision denn erreichen von 100% erneuerbar rund um die Uhrzeit verfügbar haben? Ja, da spielt dieses Stichwort Sektorkopplung eine tragende Rolle. Und dabei geht es nicht nur um die Photovoltaikanlage selbst, um den Wechselrichter mit den angeschlossenen Modulen. Und im Normalfall bedenken wir natürlich auch schon, dass die normalen Verbräuche im Haushalt mit abgedeckt werden. Aber die Sektorenkopplung denkt schon einen Schritt weit und meint wirklich die Integration mehrerer oder vielleicht sogar aller Sektoren, die wir hier haben. Das heißt auch die Mobilität. Da lässt sich dann das Gedankenspiel mit einem Elektroauto mit einem E-Bike machen, beziehungsweise natürlich auch die Wärme- oder die Kühlungssektoren, beziehungsweise den Warmwasserbedarf. Auch den müssen wir in Betracht ziehen. Und hier lassen sich natürlich viele coole Tipps und Tricks anwenden, wie wir das schaffen, diese Sektorenkopplung. Und Herz dieser Anlage ist natürlich in unserem Fall dann der Fronius-Wechselrichter, der hier anstoßen kann, Überschuss zu speichern oder hierfür verwenden. Genau. Und hierfür möchte ich ganz gerne ein paar Lösungen zeigen. Ja, bevor wir hier in die Produkte einzeln eingehen, ganz kurz ein paar in der Übersicht. Also seit 1992, also 95 ist der erste Wechselrichter dann auf den Markt gekommen, ist eine große Reise passiert. Viele Wechselrichter und Produkte und Lösungen sind auf den Markt gekommen. Die kürzlichsten waren eben der Gen24 Plus Wechselrichter. Einige haben schon gesagt in der Umfrage, dass sie den schon installiert haben. Beziehungsweise kommt in den nächsten Wochen auch ein kommerzieller Wechselrichter für Großanlagen, der Fronius Tauro, in sehr großen Leistungsklassen. Beziehungsweise freut mich auch sehr, dass wir in ein paar Tagen den Fronius Wattpilot begrüßen dürfen, unsere erste Lösung für die Ladung von Elektroautos. Ja, und bevor ich jetzt in dieser Übersicht genauere Worte dazu verliere, möchte ich in das Detail gehen und Sie kurz vorstellen. Wir starten mit der Snap-Inverter-Serie, vielleicht auch schon bekannt. Hier in der Übersicht sehen wir einen Fronius Primo und einen Fronius Symo. Das ist der erste wichtige Punkt, den ich mitgeben möchte. Das ist bei Fronius immer gleich mit den Benennungen. Primo bedeutet bei Fronius immer einphasiges Gerät und Symo dreiphasig. Deshalb hier die Bezeichnung. Beide Geräte sind mit zwei MPP-Trackern ausgestattet. Nur die Leistungsklassen sind hier etwas unterschiedlich. 3 bis 8,2 kW beim Primo und 3 bis 20 kW beim Symo. Es geht weiter mit zwei bekannten Snap-Invertern. Das ist der Fronius Symo Hybrid auf der linken Seite und der Fronius Eco rechts. In diesem Fall sind auch beide Geräte dreiphasige Geräte.
wobei sich der linke ganz klar optisch auch unterscheidet. Der Fronius Syme Hybrid mit dem roten Cover auf der Unterseite, das ist unser allererster Hybridwechselrichter, mit dem wir also zusätzlich zur standardisierten PV-Modulintegration auch noch einen Batterieeingang haben, zur DC-gekoppelten Batterie. Ja, dieser Wechselrichter ist in den Leistungsklassen 3, 4 und 5 kW verfügbar. Und auf der rechten Seite sehen wir einen klassischen Projektwechselrichter von Fronius, also wirklich für Großanlagen, vielleicht sogar Multimegawatt-Anlagen gedacht, der Fronius Eco. Das ist im Wesentlichen ein Fronius Symo in kosten- und gewichtsoptimierter Version, ist also auch ein bisschen leichter und hat demnach nur einen MPP-Tracker, ist in den Leistungsklassen 25 und 27 kW verfügbar und demnach auch perfekt geeignet für Großanlagen. Wir gehen weiter zu einer neuen Serie der Gen24 Plus. Hier haben wir bereits letztes Jahr im September sehr erfolgreich meiner Meinung nach den Symo Gen24 Plus gelauncht. Der ist also schon bereits auf dem Markt und wie wir schon gesehen haben, installiert worden. Das ist unsere zweite Generation an Hybridwechselrichtern sozusagen. Optisch natürlich auch etwas unterschiedlich. Die Qualität bleibt dieselbe und wir haben zwei MPP-Tracker hier, also für Auslegungen etwas flexibler sogar noch und wieder einen Batterieeingang für eine DC-gekoppelte Batterie. Leistungsklassen sind hier etwas großzügiger gehalten von 3 bis 10 kW. Und der Fronius Primo Gen24 Plus, den dürfen wir auch bereits in unseren Reihen begrüßen. Der kommt in den nächsten Tagen, also der Start of Sales geschieht in den nächsten Tagen. Das ist auch ein Meilenstein für Fronius, da es unser erster einphasiger Hybridwechselrichter ist. Und da einphasig der Großteil der Welt beschaffen ist, was das Netz betrifft, haben wir hier wirklich uns sehr schon darauf gefreut, hier auch den ersten Hybridwechselrichter für die einphasigen Märkte zu launchen. Wir starten hier mit geringeren Leistungsklassen von 3 bis 6 kW. Ja, weil wir schon bei neuen Geräten sind, der Fronius Tauro, der ebenfalls in ein paar Wochen bereits gelauncht wird, wird in zwei Geräteserien kommen. Zuallererst starten wir mit dem Fronius Tauro Eco, hier rechts dargestellt. Und nach ein paar Wochen in Q3 diesen Jahres kommt dann der Fronius Tauro. Unterscheiden tun sich die beiden Geräte in der Anzahl der MPP-Tracker. Fronius Tauro hat 3 und der Fronius Tauro Eco hat einen MPP-Tracker. Und sie unterscheiden sich auch in den Leistungsklassen. Fronius Tauro mit 50 kW und Fronius Tauro Eco sogar in 50 und 100 kW Leistungen. Also wirklich ein großer Wechselrichter, man kann es glaube ich auch optisch erkennen, für große Anlagen, für Commercial Zwecke. Ganz wichtig bei diesem Produkt ist, dass wir zwei Varianten verfügbar machen werden für beide Typen, Tauro und Tauro Eco. Und hier kann ich mich dazu entscheiden, entweder einen Tauro Direct oder einen Tauro Precombined zu wählen. Das kommt ganz auf die Systemtopologie an, die ich wähle, entweder eine dezentrale oder eine zentrale Installation. Der Direct Tauro hat dann den Vorteil, dass ich direkte MC4-Stecker am Gerät habe, über die ich die Stränge direkt an den Wechselrichter anschließen kann. Also in diesem Fall habe ich wirklich den Wechselrichter nahe den Modulfeldern installiert. Wenn ich eher weiter von den Modulfeldern installiere und nahe dem Einspeisepunkt, dann kann ich den Tauro Precombined wählen. Dieser ist statt den MC4-Steckern mit sehr großen V-Klemmen ausgestattet, über die ich dann wirklich ganz große DC-Kabeln anschließen kann, bis zu 95 Quadratmillimeter. Also hier kann ich ganz große Strecken auf der DC-Seite zurücklegen. Zwei Varianten, zwei grundlegende Typen vom Tauro, die hier diesen Jahre im Q2 und Q3 verfügbar werden. Ja, jetzt aber genug geredet von unseren Produkten, denn wir sind nicht nur ein Wechselrichterhersteller hier bei Fronius in der Solar Energy, sondern Fronius ist auch ein Lösungsanbieter und jetzt möchte ich ein paar unserer Lösungen auch für weitere Sektorkopplungen darstellen. Und ich möchte starten mit dem Eigenheimbereich.
Wie schon bereits erwähnt, das Herzstück hierfür ist natürlich unser Wechselrichter, der hier die Produktion aus der PV-Anlage zuallererst macht und dann auch die Verteilung und die Kommunikation zu anderweitigen Systemen machen kann. Ich kann hier zum Beispiel dann natürlich die Energie speichern in Form von Warmwasser, in Form einer Batterie. Ich kann die Heizung, die Kühlung integrieren, damit sie nur bei Überschuss läuft beispielsweise. Und ich kann natürlich auch die E-Mobilität integrieren in unser System. Und jetzt die Produkte dazu. Der Wattpilot ist, wie schon angekündigt, unsere erste Ladelösung für Elektromobilität hier bei Fronius. Und da gibt es zwei Varianten, in der der Wattpilot verfügbar sein wird. Da gibt es den Wattpilot Go und den Wattpilot Home. Ich glaube, es lässt sich ganz klar erkennen, worin das mündet. Der Wattpilot Go hat hier eine CE-Steckdose, also die kann man ganz leicht abstecken, von wo man sie gerade benutzt, mit dem Auto mitführen zum nächsten Standort und hier dann wieder anstecken und laden, beispielsweise. Die Wattpilot Home Version ist dafür gedacht, dass ich sie wirklich lokal in meinem Haus, in der Garage oder im Carport installiere und fix dort lasse. Leistungsklassen sind auch hier dargestellt, 11 kW bei der Home-Variante und 11 oder 22 kW bei der Go-Variante. Der Fronius Wattpilot zeichnet sich außerdem aus durch sehr tolle Features. Zum Beispiel ist es mit diesem Produkt möglich, dass wir nur den Überschuss in unserer PV-Anlage nutzen für die Ladung unseres Elektroautos, sofern eine PV-Anlage mit Fronius-Wechselrichter vorhanden ist. Ich kann aber auch, wenn ich günstigen Tarifstrom nutze oder einen Tarif hier nutze, über den ich günstige Tarife herausgreifen kann, dann kann ich auch mit günstigem Tarifstrom mein E-Auto laden. Also der Fronius Wattpilot ist hier wirklich sehr flexibel einsetzbar in vielen verschiedenen Systemen. Und wichtig dazu auch zu sagen, es ist keine PV-Anlage zwingend notwendig. Das kann ich auch als Mietwohnungsbesitzer nutzen und dennoch mein E-Auto damit laden. Ja, wir gehen weiter von der E-Mobilität zum Wärmesektor, denn auch hier haben wir ein Produkt, den sogenannten Fronius Ohmpilot. Vielleicht ist das Wort auch schon dem einen oder anderen untergekommen. So sieht er aus, der Fronius Ohmpilot. Und im Wesentlichen ist das ein Leistungsregler, der nur die Überschussenergie in unserem System nutzt, um Warmwasser zu erzeugen, beispielsweise. Also für den Fronius Ohmpiloten brauchen wir ganz unbedingt einen Fronius-Wechselrichter, mit dem kommunizieren wir dann mit diesem Ohm-Piloten. Und ich kann an diesen Ohm-Piloten ohmsche Verbraucher anschließen, daher auch der Name. Und das kann zum Beispiel ein Heizstab im Warmwasserboiler sein, ist die häufigste Anwendungsweise. Hier wird dann eben Warmwasser generiert, welches ich dann im Haushalt nutzen kann. Oder andere ohmsche Verbraucher wären zum Beispiel Infrarotheizungen oder eine elektrische Fußboden- oder Wandheizung, wie sie hier dargestellt ist. Auch die kann mit dem Ohmpilot mit Überschuss angesteuert werden. Also so viel zum Wärmesektor. Jetzt gehen wir zum Thema, okay, ich habe all die Sektoren bedient, ich habe alles integriert, jetzt habe ich dennoch Überschuss, was mache ich denn jetzt? Natürlich gibt es dann auch noch die Möglichkeit, einen Speicher zu integrieren, anzubinden. Und dazu brauchen wir eben einen Hybridwechselrichter. Den einen haben wir schon kennengelernt, der Symo-Hybrid mit dem roten Deckel. Da brauchen wir in so einem System, wenn wir Batterie anschließen möchten, ganz unbedingt auch einen Fronius Smart Meter. Denn nur so können wir sicherstellen, welche Energieflüsse im System ablaufen und wie viel Energie wir in die Batterie laden oder entladen möchten. Und da gibt es zwei kompatible Speicher für den Symo-Hybrid. Rechts im Bild sehen wir die modernste momentan von BYD, die BatteryBox Premium HVM. Ganz wichtig zu beachten, die HVS ist nicht kompatibel mit dem Symo-Hybrid, nur die HVM. Oder man kann natürlich auch die LG Chem Riso in den Leistungsklassen 7 oder 10 Kilowattstunden nehmen. Also das ist die erste Batterie kompatible Speicher mit unserem Hybridwechselrichter. Und die zweite Linie ist natürlich unsere Gen 24 Plus Reihe. Auch hier bitte ein Fronius Smart Meter ist notwendig für die Anbindung eines Speichers. Und da haben wir zwei Batterie
kompatibel. Das ist zum einen die HVM, die Premium HVM Batterie von BYD und zum anderen die HVS. Also beide Systeme können hierfür verwendet werden. Natürlich, vielleicht ganz kurz ein Punkt noch zurück. Natürlich ist bei unseren Hybridwechselrichtern auch die Möglichkeit gegeben, dass ich Notstrom aktiviere. Dazu ist aber wirklich dann die Batterie notwendig. Bitte beachten, bei unserem neuen Gen24 Plus Wechselrichter ist sogar eine zweite Notstromfunktion gegeben, die nennt sich PV Point, also ein sogenannter einphasiger Stecker im Gerät drinnen, der vorgefertigt ausgeführt ist. Und da muss ich nur noch eine Steckdose anbinden. Und diese Steckdose wäre dann nur bei Stromausfall dann aktiv. Und für diesen PV-Point brauche ich keine teuren Netzumschaltungen. Ich brauche auch nicht zwingend eine Batterie. Die ist also standardmäßig integriert und kann verkabelt bzw. aktiviert werden. Für weitere Infos bitte ich Sie hier dann bitte an unsere Homepage sich zu wenden. Da erläutern wir das ganze Thema nochmal. Okay, das war jetzt so die Sektorkopplung im Residential-Bereich. Und für das Gewerbe und für die Industrie gibt es eben unseren Fronius Tauro, die Lösung hierfür. Man sieht im Hintergrund bereits ein Referenzsystem. Das ist eine 1 Megawatt Peak-Anlage in Griechenland. Die läuft mittlerweile schon ein paar Jahre und immer noch sehr zuverlässig mit unserem Tauro-Wechselrichter. Genau, also auch hier für Großanlagen haben wir das richtige Produkt für Sie. Ja, nicht zu vergessen sind natürlich unsere Software- und Monitoring-Lösungen. Da gibt es auch Apps, die ich kurz erwähnen möchte. Drei an der Zahl: die Solar Start App, die Solar Web App und die Solar SOS App. Ich möchte ganz kurz im Detail darauf eingehen. Die Solar Start App, na klar, das sagt auch schon der Name, die ist für den Startprozess, für den Inbetriebnahmeprozess verantwortlich. Also diese App kann genutzt werden, wenn ich unsere Wechselrichter in Betrieb nehme. Die Betonung liegt auf, die kann ich nutzen. Ich kann natürlich auch einen Laptop nutzen, das ist ganz klar. Die Solar Start App hat den großen Vorteil, dass ich ganz schnell und unkompliziert eine Verbindung mit meinem Wechselrichter aufbauen kann. Das heißt, es wird hier automatisch nach offenem Access Point gesucht und ich brauche hier kein Passwort eingeben, um mich mit dem Gerät zu verbinden. Das kann mir beim Kunden natürlich unter Umständen auch etwas Zeit ersparen und den Inbetriebnahmeprozess recht schnell abwickeln. Die zweite App basiert auf unserem SolarWeb-Portal. Ich hoffe, Sie kennen schon unser SolarWeb Monitoring Tool. Das ist unser browserbasiertes Visualisierungstool. Also über SolarWeb werden all unsere Anlagen, die online sind, dargestellt. Für den Kunden zum einen, aber auch natürlich ein sehr interessantes Tool für den Installateur, weil ich hier für Service wichtige Hinweise bekommen kann. Und hier haben wir eben auch eine App entwickelt, das SolarWeb App, mit welchem der Endkunde ganz einfach die wichtigsten Informationen zu seinem System abgreifen kann. Stromverbrauch, Stromproduktion im Überblick, alle Informationen über das Smartphone sozusagen griffbereit und verfügbar. Und außerdem kann ich mir auch sehr informative Benachrichtigungen schicken lassen. Im Winter kann es natürlich auch zum Beispiel notwendig oder sehr von Vorteil sein, wenn ich eine Benachrichtigung bekomme, dass seit mehreren Stunden oder vielleicht Tagen die PV-Anlage nichts produziert und vielleicht meine Batterie schon mehrere Zeit nicht geladen wird. Das kann eine sehr wichtige und entscheidende Information sein. Die kann ich mir hier einstellen lassen. Und die dritte App im Bunde ist die Solar SOS App. Die ist ganz wichtig für den Installateur und auch nur für den Installateur verfügbar. Ist keine Endkunden-App. Mit der Solar SOS ist es möglich, ein schnelles Troubleshooting zu machen. Ich kann also, wenn der Kunde hier etwas braucht, schnell auch Aufträge starten. Ich kann Servicekomponenten beauftragen und ich habe hier all meine Cases im Überblick. Das heißt, wenn ich mal im Verlauf nachschauen sollte, was habe ich bei diesem Kunden letztes Jahr ausgetauscht, dann kann ich das alles in dieser App nachschauen. Hier ist alles aufgelistet. Die Solar SOS App. Und ganz wichtig, bei all diesen drei Apps gilt, sie sind verfügbar für Android und Apple Geräte ganz gleich.
Da müssen Sie nur in dem Play Store, in dem jeweiligen, nach dieser App suchen, Solar Start, Solar Web oder Solar SOS, sich diese runterladen und anmelden. Gut, das wäre es mit den digitalen Lösungen. Letztendlich möchte ich ganz kurz noch einen sehr erfreulichen Ausblick in die Zukunft geben. Eigentlich ist das gar nicht mehr Zukunft, sondern die Präsenz. Wir haben bereits unseren ersten Fronius Soul Hub verkauft. Der Fronius Soul Hub ist unsere Wasserstofflösung. Das ist kein Produkt, sondern wirklich ein Projekt. Man kann es hier in dem Ausmaß auch schon sehen. Hier spreche ich wirklich von einer Wasserstoffzentrum. Das ist auch der Hintergrund hinter diesem Name. Soul Hub steht für Wasserstoffknotenpunkt im Übergang. Und damit ist gemeint, dass wir hier über grünen Solarstrom Wasserstoff in der Elektrolyse erzeugen können und diesen Wasserstoff dann auch speichern in Stahltanks. Das ist hier links erkennbar. Und in diesen Stahltanks ist es mittlerweile mit sehr geringem Verlust möglich, auch längere Zeit zu lagern, auch über Monate hinweg. Das heißt, ich kann beispielsweise im Sommer meine Wasserstofftanks auffüllen und zum Beispiel im Winter diesen Wasserstoff dann nutzen zur Reelektrifizierung. Ich bekomme wieder Strom daraus. Oder die andere Angehensweise, ich kann natürlich auch den hier sichtbaren Dispenser nutzen und meine Fahrzeuge damit tanken. Also wir haben bereits das erste System verkauft und hier freue ich mich besonders, dass wir also die ersten Projekte bereits angehen mit dem Fronius Soul Hub. Ja, das war's somit mit dem eigentlichen Content. Jetzt möchte ich Ihnen noch ein paar Ausblicke und weitere Empfehlungen geben. Und zwar, das erste Training haben Sie hiermit ja schon absolviert mit unserem Webinar. Ich möchte Ihnen aber auch noch die Auskunft geben, dass es weitere Formate auch noch gibt. Die Präsenztrainings können wir nach wie vor noch nicht stattfinden lassen. Wir hoffen aber in näherer Zukunft dann auch wieder, Sie hier bei uns in Wels in unsere Trainingsräumen begrüßen zu dürfen. Momentan sind wir ausgewichen auf ein neues Format, dem Online-Training. Wenn Sie hier interessiert sind, das ist eine verkürzte Version sozusagen in digitaler Form mit qualitativ hochwertigem Kameraequipment, möchten wir hier also in 1 bis 2 bis 3 Stunden Einblick in unser Trainingscenter geben. Da haben wir wirklich mit unseren Kameras auch die Möglichkeit, im Detail auf unsere Produkte einzugehen. Wenn Sie interessiert sind, gerne auf unserer Homepage nachschauen. Ja, weitere Informationen und auch zu den Kontakten möchte ich noch was sagen. Vielleicht zu den Kontakten zuerst. Wenn Sie über unsere Homepage nach Kontakten suchen, bitte immer darauf aufpassen, das richtige Land ausgewählt zu haben. Das kann hier rechts oben gemacht werden, je nachdem, ob Sie dann in Deutschland, Schweiz oder Österreich sich befinden. Bitte immer das richtige Land auswählen, weil dann werden Ihnen auch die richtigen Kontaktdaten angeführt, um sicherzustellen, dass Sie auch zur richtigen Person kommen. Ja, und weitere Informationen. Dieses Webinar wurde aufgezeichnet. Das heißt, Sie bekommen in den nächsten Tagen dann eine Aufzeichnung von diesem Webinar und auch das Handout in PDF-Form zugeschickt. Da können Sie sich das gerne nochmal durchlesen, nachhören und auch gerne teilen an interessierte Kollegen. Und fortführende Webinare und Online-Trainings finden Sie, wie gesagt, auf unserer Homepage. Ich möchte ganz kurz hier Werbung machen für unsere Trainingswoche, die nächste Woche stattfindet. Also die ganze nächste Woche findet eben unsere Online-Trainingswoche statt, von Installationstraining zum Gen24 bis hin zu Speicher- und Immobilitätslösungen werden wir hier alles behandeln. Bei Interesse gerne anmelden. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich mal bei Ihnen bedanken und einen kurzen Blick in das Fragefenster werfen. Ich sehe, wir haben ein paar Fragen bekommen. Robert, ich möchte ganz kurz das Wort an dich wenden. Können wir vielleicht ein paar dieser Fragen live beantworten gleich? Ja, hallo. Ja, das können wir. Die erste Frage, die hier reingekommen ist, ist, was ist Ihre Antwort auf die Dunkelflaute? Das heißt, wenn die Batterieladung nicht mehr reicht bei einem Blackout, gibt es eine Möglichkeit, bei den Gen24 irgendwie einen Benzin- oder Dieselgenerator einzubauen? Das war die erste Frage.
Ja, sehr wichtige und interessante Frage. Ganz klar stellt man sich die. Wie es der Zufall will, haben wir genau heute schon darüber gesprochen, auch in unserem Team. Wir sind momentan dabei, eine derartige Lösung zu evaluieren. Grundsätzlich ist es nicht möglich, ohne weiteres hier einen Generator anzuschließen. Das wäre auch vom Frequenzstatus her eine etwas zu riskante Angelegenheit. Aber wir sind momentan dabei, eine mögliche Lösung hier auszuarbeiten. Wenn dem so sein sollte, werden wir das natürlich auch in unseren nächsten Webinaren und Online-Trainings kommunizieren. Also hier bitte noch um Geduld. Das muss erst von unserer Forschung bestätigt werden, dass wir das auch so kommunizieren dürfen. Vielen Dank. Und eine zweite Frage haben wir. Können für die Modbus RS-485-Verbindungen die freien Adern eines 16-adrigen Telefonkabels verwendet werden? Das würde das Aufgraben von 50 Meter Garten ersparen. Ganz klarer Vorteil dann. Ja, prinzipiell, wir müssen nur darauf schauen, dass die Mindestanforderungen in der Datenkommunikation eingehalten werden. Diese sind im Übrigen, dass wir ein geschirmtes Kabel verwenden, dass ein verdrilltes Kabelpaar zwischen Plus und Minus verwendet wird und dass wir die Abschlusswiderstände setzen. Wenn dieses auch über dieses Telefonkabel gegeben ist, kann das natürlich auch gemacht werden. Ja, ich habe jetzt keinen detaillierten Einblick, wie dieses Telefonkabel isoliert bzw. geschirmt ist. Da kann ich leider keine detaillierte Auskunft geben. Ich würde auch empfehlen, für neue Installationen Cat 5 oder höherwertige Kabel zu verwenden. Die sind dann schon ideal darauf vorbereitet. Genau, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Cat 5 oder höher im Standard, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, perfekt. Ich bedanke mich bei dir, Robert, für die Live-Schaltung und danke auch an Sie für die Fragestellungen. Das ist natürlich auch für uns sehr interessant immer und möchte mich natürlich auch hier nochmal bedanken. Ja, in diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschalten heute. Ich hoffe, es war jetzt etwas Interessantes für Sie dabei. Bei weiteren Informationen freue ich mich dann auch, wenn wir Sie vielleicht mal live bei uns begrüßen dürfen oder im nächsten Webinar oder Online-Training. Ja, in diesem Sinne, herzlichen Dank, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.